Ja, moin moin, liebe Sportsfreunde. Ihr seht mich jetzt hier gerade mehr oder weniger live on tape im neuen Jaguar I-Pace. Hab jetzt die Möglichkeit, das Fahrzeug mal für eine Stunde zu bewegen. Erster Eindruck von einem Ioniq-Fahrer. Oh, kann man so machen. Schick. Viele Touch-Oberflächen hier. Werde ich nachher noch mal ein paar kleine Aufnahmen zeigen von. Ja, was werde ich jetzt tun? Für mich ist immer ganz wichtig, grundsätzlich so zu fahren, wie, ich sag mal, der normale deutsche Bundesbürger Auto fährt. Ich selber fahre meinen Ioniq und habe Reichweiten von circa im Sommer jetzt bei diesen Temperaturen, jetzt heute gerade 35 Grad, eben Auto aus der Ladestation genommen. Da war ich bei 185 Kilometer etwa. Liegt einfach daran, dass ich recht viel Autobahn fahre. Auf der Autobahn fahre dann auch bewusst mit 130 Limiter oder bis Distronic, nachdem, wie es gerade so passt. Habe einen kleinen, minimalen Bundesstraßenanteil dabei und habe ein bisschen Stadtverkehr dabei. Ja, bin jetzt nicht so der, der wirklich auf Reichweite aus ist. Paar befreundete Kollegen haben jetzt schon wieder Reichweiten gepostet, die dann bei 230 Kilometer und mehr lagen. Schaffe ich nicht, will ich nicht. Für mich macht ein EV auch irgendwo Spaß und da kommt es irgendwo dann auch drauf an. Und von daher muss ich sagen, ja, lass uns ein bisschen Spaß haben, lass uns ein bisschen Auto fahren jetzt und ja. Gucken, was da rauskommt. So, Strecke, wir sind hier in Bremen. Ich bin in der Nähe der Jaguar-Niederlassung in der Henry-Dunant-Straße und werde jetzt auf die A27 fahren, Richtung Bremerhaven hoch. Ist limitiert auf 120 km/h. Mal gucken, wie der Feierabendverkehr aussieht. Ja, und danach geht es dann, ja, ich fahre dann ein bisschen Richtung Ritterhude. Dort werde ich dann mal eben kurz einen Wechsel machen. Und werde dann wieder zurückfahren, dann sind wir schon mit der Stunde durch. Hatte gehofft, die ein bisschen länger zu bekommen und dann auch meine richtige Teststrecke zu fahren, die dann bei 100 Kilometer mit viel Landstraße liegt. Das klappt leider heute nicht, aber gut. Ist so, machen wir so und ja, dann gucken wir mal, wo wir nachher beim Verbrauch rauskommen. Also im Moment noch sportliche 27,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Gucken wir mal, was danach passiert, ne? Also. Nur mal als kurze Zwischeninfo. Ups, da war gerade ein Transporter mit Ioniq drauf. Egal. Das durchaus zähe Tempo, was hier vielleicht so ein bisschen zäh wirkt, sind gerade 125 km/h, also 128. Wir fahren hier also wirklich genau das Tempo, was ich sonst so auch gewohnt bin. Ich fahre Distronic 130, Abstand auf Minimum. Ich mag es ungern, wenn man mir immer in die Spur reinfährt, wird jetzt auch passieren. Vom Gefühl her ist er ein bisschen dichter dran als der Ioniq in der kürzesten Entfernung, kann auch daran aber liegen, dass ich einen anderen Blickwinkel habe. Man sitzt doch im I-Pace etwas höher als im Ioniq, gerade wenn man diesen etwas tiefer gelegt hat. Ja, gut, also lassen wir rollen. 123 km/h Grad, absolut angenehm. Lenkrad muss ich noch festhalten. Wollte jetzt nicht zu viel in den Einstellungen auf Autobahn rumspielen, um dort dann eventuell einen Lenkassistenten zu aktivieren. Das kann ich gleich machen, wenn wir den kurzen Zwischenstopp haben und uns das Auto dann mal in Ruhe von innen angucken. Kurze Zwischeninfo nochmal eben zum derzeitigen Stand. Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 27,3. Also nicht so gering an dieser Stelle. Durchschnittsgeschwindigkeit im Moment mit dem kurzen Teil Stadt und das, was wir da an den Ampeln gestanden haben, 77 km/h. Aus meiner Erfahrung heraus lande ich am Schluss immer bei ca. 63, 65, 65, irgendwie so. Wir werden sehen. Weiter geht's.
uns jetzt dem Ziel. Ist nicht mehr weit und dann muss ich gleich mal gucken, ob ich da irgendwo ein schönes Plätzchen finde, wo ich mich mal eben hinstellen kann und ein wenig hier euch was erzählen kann zu dem Fahrzeug. So, dann sehen wir uns gleich. So, angekommen. Verbrauch 27,1, also da hat sich jetzt nicht viel getan. Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt hierher 77. Jetzt möchte ich doch gleich mal eben gucken, ob ich nicht von den Einstellungen her noch was finde, dass ich da irgendwie einen Bordcomputer A, B habe ich jetzt, also der zeigt Bordcomputer A. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Irgendwie, ja, ansonsten gucken wir uns das Fahrzeug jetzt einfach mal in Ruhe an und dann, ja, bis gleich. Ja, zurück im Jaguar. Ich zeige euch das jetzt mal eben. Das war jetzt eben mein Trip so ein bisschen, ne? Also, er sagt jetzt noch wie, also A. Da zeigt er 102 an, da vorne 226. Der Händler hat mir den voll übergeben. Unten die Batterieanzeige zeigt auch an, dass er voll ist. Warum es nur 102 Kilometer sind an der Stelle, ich weiß das nicht. So, ansonsten ja, sieht man noch meine Einstellungen. Links sieht man den Limiter, eingestellt auf 80. Das ist hier das Landstraßentempo. 30 ist die Zone, in der ich jetzt mich gerade befinde, sprich da, wo ich wohne und... ja, deswegen sollte man hier nicht unbedingt 80 fahren. Tut auch keiner. So, Lenkrad. Viele Schalter sind alle so Sensorflächen, außer hier vorne bei der Einstellung für den Limiter bzw. auch für die Distronic. Hier übrigens Lenkradheizung, ganz wichtig, im Winter kann ich nur empfehlen. Das ist ein normaler Kipphebel und das hier ist ein Rollrad, was dann die einzelnen Sachen durchgeht. Und ansonsten ist das hier alles Touch, ne? Also wenn man das jetzt mal guckt, ne? Ich gehe aufs Haus, ich gehe auf Navigation, es ist alles Touch-Sensor gesteuert. Auch die Einstellung hier, wenn ich jetzt auf Auto gehe zum Beispiel, fußt er gleich los. Ich kann den hier, man sieht da, drücken, ziehen. Ich ziehe ihn. Ja, da war ich kurz weg. Egal. Also, ziehen zum Beispiel hier, um dann zu verstellen. Beziehungsweise, wenn ich ihn drücke, auch ganz toll, Sitzbelüftung. Wer einen Ioniq hat, der kennt das. Allen anderen sei gesagt, es ist einfach himmlisch. Gerade bei diesen Temperaturen von ja, derzeitig 34 Grad Außentemperatur. Kann man nur empfehlen. Ich finde es toll, ich würde es nicht missen und immer wieder gerne. Ja, ansonsten, hier ein paar Tasten und so weiter. Hinten geht der Kofferraum auf. Hier haben wir noch Wurzelholzeinlagen. First Edition ist das hier. Qualitativ muss ich sagen. Boah, alles schön in Leder gehalten hier. Hier auch das Meridian Surround System. Alu-Einleger, kein Plastik. Das hier ist auch Metall, also definitiv Aluminium. Leder, hier schön Hochglanz. Leder gesteppt hier am Lenkrad. Das sieht alles sehr gut aus. Das gefällt mir gut. Obligatorischen Knarztest, sag ich mal. Aber ich sag euch, das knirscht überall. Auch das hier. Jo. Ist ein Fahrzeug, kein Klopfzeug. Hört sich aber alles gut an. Alles unterfüttert, alles schöne Oberflächen. Ja, Jaguar, habt ihr ein schönes Auto gebaut. Wellenfach hier oben. Notrufknopf. Da ist ein Schraubenschlüssel drauf. Ich mach's jetzt nicht auf. So, hier nochmal die Türverkleidung. Da muss man schon sagen, das hat was für sich. So, Rücksitzbank. Wenn da durchreiche, der Blick nach hinten, gruselig, gruselig. Aber so toll ist ein Ioniq jetzt auch nicht. Da sind wir mal ganz ehrlich. Dann muss man schon. So, kleiner Blick von außen. Gucken wir mal eben auf die Rücksitzbank. Platztechnisch sieht das gar nicht schlecht aus. Auch hier, Hut ab, Sensorflächen. Also, da haben sie sich nicht lumpen lassen, die Freunde von Jaguar.
Muss man ganz ehrlich sagen, also das ist eigentlich alles hier wirklich tippitoppi. Übrigens hier, für euch mit dem Panorama da, ne? Das liebe ich ja. Das finde ich richtig gut. Ich habe meine Ioniq wenigstens mit Schiebedach, mehr gibt es nicht, bestellt. Viele sagen da ja, nie, nie, kostet Reichweite, mi, mi, mi und so weiter. Ist mir völlig egal. Also für mich muss ein Auto oben Licht reinlassen und am besten per Panoramadach. Hat der hier nicht. Der Ioniq hat der I-Pace aber und da muss ich ehrlich sagen, also das ist schon. Ach, ich finde das herrlich, wirklich von oben einfach Licht reinzulassen. Ja, Türgriffe übrigens, ne? Türgriffe, kennt man. Sieht man das hier? Ja, Türgriffe. Die fahren sich komplett ein und damit hat, glaube ich, ein großer kalifornischer E-Auto-Hersteller in ähnlicher Form. Ja, und wenn man jetzt mal eben die Heckklappe aufmacht, Kofferraum. Ich habe jetzt kein Maßband dabei. Ihr könnt es sehen. Also er ist recht flach. Er ist recht flach, der Kofferraum, aber in Gänze gut zu nutzen. Hab hier unter dem Teppich auch noch eine kleine Ablageschale. Ist jetzt kein Ladekabel drin, passt aber gut eins rein. Von daher, so wie es sein soll. Nicht zu beanstanden. Was ich sehr gut finde, ist, also das sieht man hier, also ich als Autobauer, ne, ich sehe das sowas, das ist alles verkleidet hier. Alles, man sieht hier keinen Lack, überhaupt nicht. Auch an dem Innenteil des Ganzen hier, kein Lack. Also übrigens automatisch natürlich. Das ist schon gut. Das Einzige, was hier ein bisschen Lack ist, aber ganz im Ernst, da sind ganz viele andere Autos viel, viel schlimmer. Und ja. Ja, ansonsten großes Auto, 22 Zoll. Also wer fragt, warum das ganze Ding 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, der muss damit rechnen, dass er bei 255, 40 R22 vielleicht auch keine besseren Werte erzielt. So. Also, machen wir sie wieder auf den Weg zurück. Hab das Fahrzeug nur bis 17 Uhr. Wird schon jetzt zu spät sein. Vielleicht mal einen kleinen Blick nach vorne. Sieht schon gut aus, ne? Ist schon ein schickes Auto. Finden wir gut. Haben sie gut gemacht. So, wir befinden uns auf dem Rückweg, beziehungsweise auf dem Weg, den ich sonst täglich eigentlich fahre zur Arbeit, meine Referenzstrecke. Diese Strecke muss ein Smart können, diese Strecke muss ein Ioniq können, diese Strecke muss ein Ego können irgendwann mal. Auf den bin ich auch gespannt. Und somit fahre ich diese Strecke auch mit dem Jaguar. Natürlich ein bisschen drüber das Ganze, aber hilft ja nichts. Das muss er schaffen. Im Winter auch. Ja, die Reichweite ist immer noch irgendwie bei 98 Kilometer, obwohl die Batterie in State of Charge von, er sagt es mir nicht genau, aber ich schätze mal, das sind drei Viertel, 75%, vielleicht 80%. Man muss dazu sagen, es ist kein Serienfahrzeug, ne? Das ist eins dieser Vorabfahrzeuge für die Händler, damit diese wiederum das Auto dem potenziellen Kunden vorstellen können. Markteinführung im Herbst 2018. Wenn man jetzt ein Fahrzeug bestellt, wird man vor Mitte 2019 kein Auto bekommen. So einfach ist das. So, machen wir den Limiter wieder an. Hier blitzen sie gerne. Was so ein bisschen auffällt, ist, ich habe einfach noch keine Taste, Hebel etc. gefunden, um die Rekuperation hier irgendwie zu regulieren. Er rekuperiert sehr gut. Ist ein sehr, sehr schönes One-Pedal-Feeling, also für die, die es mögen. Ich fahre meinen Ioniq selber auch gerne so. Ist das echt gut. Für jemanden, der jetzt sagt, ich möchte unbedingt segeln, gerade auf der Autobahn, vorausschauendes Fahren ist da sehr, sehr gut möglich. Da kann man den auch einfach mal segeln lassen, geht beim Ioniq hervorragend. Ja, da müsste ich mich einfach noch ein bisschen auseinandersetzen. Lässt die Zeit heute leider nicht zu. Von daher fahren wir so weiter, stört mich nicht. Nur jetzt am Rande. Das Auto ist doch technisch deutlich aufwendiger wie ein Ioniq. Da blickt man dann doch ziemlich schnell durch. Hier habe ich es jetzt gerade noch nicht auf die Stelle machen können, aber da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Ich bin hier eingestiegen und bin losgefahren und ja, da wart ihr jetzt gleich dabei. So, das war die Beschleunigung Heidewitzka. Schon wären wir hier im Führerschein gefährdeten Bereich. Wollen wir nicht.
Insofern fahren wir hier ganz gesittet. So, auch auf der Fahrt jetzt zurück. Autobahntempo liegt bei 124. Das ist interessant. Es speichert nicht den Distronic-Abstand. Das heißt, wenn ich die Distronic, wie vorhin, ich habe einmal geparkt, um das Auto mir in Ruhe anzusehen, bin dann wieder eingestiegen, habe dann Distronic angemacht. Er war eben wieder auf dem Maximalabstand. Ich habe ihn gerade mal eben wieder reduziert. Hat mich schon gewundert, warum ich so hinter diesem Skoda hinten hinterher konnte. Egal. Also, jetzt gerade 130. Auch wenn es recht voll ist, es läuft. Was ich auch vermisse gerade, aber das mag man mir als Nicht-Jaguar-Kenner vielleicht ein bisschen nachsehen, ist eine Hold-Funktion. Ich steige also bewusst aufs Bremspedal, ein bisschen stärker, so wie ich es vielleicht bei Mercedes kenne, um dann das Fahrzeug an einem Berg oder ähnliches zu halten, beziehungsweise wie beim Ioniq, das Fahrzeug einfach bei Stillstand nach Einstellen, sprich ich drücke den Knopf, dass das Fahrzeug einfach stehen bleibt. Hier nicht, sobald ich von der Bremse gehe, fährt das Fahrzeug an. Gibt bestimmt eine Einstellung. Etliche von euch werden sich jetzt kaputt lachen. Ha, hat er nicht gefunden. Hat er nicht. Zeit. Apropos Zeit, 17:01 Uhr. Ich schätze, ich brauche noch 3-4 Minuten, je nach Ampelphasen, werden es vielleicht auch 5 sein, um das Schmuckstück wieder abzugeben. Fahren sind wir jetzt übrigens ca. 50 Kilometer und der Bordcomputer steht immer noch bei 91 Kilometer Restreichweite, was eher dafür spricht, dass der ihn vorher gefahren ist, das Fahrzeug einfach am Limit bewegt hat, geguckt hat, was geht und dementsprechend für einen exorbitant hohen Verbrauch gesorgt hat. Weil ich glaube, am Anfang war nicht viel mehr drin. 98 waren es, vielleicht auch 102, nee, 102, 104. Und jetzt 91 bei 50 Gefahrenen. Ja, er reguliert sich also nach. Und ich glaube, wenn ich jetzt weiterfahren würde, auch wenn der Verbrauch 27 beträgt, jetzt hier 27,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, ich glaube, da ist so ein bisschen Luft drin. So, fahren wir hier mal rum. Radfahrer noch durch. So, da sind wir wieder angekommen. Wir haben jetzt Durchschnittstempo 74 km/h. Wir haben 27,2 Kilowattstunden auf 100 verbraucht und boah, ich gebe das schöne Auto jetzt wieder ab. Hat mir gut gefallen. Vielleicht kriege ich noch mal länger und dann würde ich noch mal die ausgiebige Tour machen. Ansonsten heißt es dann einlesen. Dann würde ich dann mal wirklich auch so fahren wollen, wie ich ihn als wirklicher Nutzer fahren würde.
Und das heißt, ich kenne mich mit dem Auto aus und ich weiß, wo ich was wie so einstelle, wie ich es brauche. Angefangen von der Rekuperation, über eine Holtfunktion etc. pp. Also, vielleicht beim nächsten Mal. Wir gucken mal. Bis dann. Ciao.